Schlüssel. Manche kennen ihn schon. Ein gelungener Einstieg in den heutigen Abend. Bei den ersten Tönen war ich geneigt, meine Augen zu schließen. Und wer es schon mal erlebt hat, konnte sich gut hineindenken in einen altehrwürdigen japanischen Tempel mit schönem Holz und Tatami-Matten, so klar, der Auftakt ihrer Musik, der dann sich erweitert hat in eine schöne Polyphonie. Das war sicher so gewollt. Toll. Ein Exempel, ein Beispiel, ein Symbol für den heutigen Abend, wo Menschen, ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammengekommen sind, um nämlich die Dreifachkatastrophe in Fukushima. Wir haben ja in diesen Tagen am 11. März den 4. Jahrestag dieser Katastrophe, wo in einem bisher unbekannten Ausmaß eben ein Erdbeben, ein sehr starkes Erdbeben in dem nordjapanischen Meer, ein AKW, Super-GAU und eine riesen Tsunami-Welle zusammenkamen und so dieses Nordjapan katastrophal getroffen haben. Eine der größten Industrienationen der Erde. Und wie war sowas möglich? Im Nachhinein weiß man nun, dass eben die Schutzmauer des Atomkraftwerkes viel zu niedrig war, dass sie keinen Schutz bieten konnte gegen die zerstörerischen Wellen des Tsunamis. Wir alle wissen, dass Radioaktivität keine Grenzen kennt und die Folgen dieses Unglücks sind es eben, dass täglich, stündlich, minütlich zig Kubikmeter verstrahltes Wasser in den Ozean gelangen und die Katastrophe eben nicht zu Ende ist, sondern immer noch andauert. 20.000 Menschen starben damals, viele Tausend sind bis heute vermisst. Der Schmerz bleibt für die Menschen da, dort. Das Leben kehrt zurück, auch wenn sich vieles verändert hat. Wieder ein Jahr mehr, ein Jahr länger Alltag. Ist es überhaupt möglich, in dieser Umgebung Alltag zu leben? Wir werden es heute Abend erfahren. 160.000 Menschen wurden damals umgesiedelt, mussten ihre Heimat, die Umgebung des Atomkraftwerks verlassen und damit alles aufgeben, leben bis heute zum Teil in Sammelunterkünften. Nach und nach werden sie gedrängt, wieder zurückzukehren. Die Kosten, die dadurch entstehen durch die Umsiedlung, man will wieder Normalität einkehren lassen. Zum Teil mit primitiven Mitteln wird die kontaminierte Erde abgetragen, wird abgeschaufelt mit Maschinen, mit Besen und Wasser, wird geschrubbt. Es sieht sehr hilflos aus, was man da beobachten kann. Wie kann man Menschen helfen, die einer erhöhten, unsichtbaren Strahlung ausgesetzt sind, bis heute? Die natürlich Angst haben um sich selbst, Angst haben vor bleibenden Schäden, die natürlich Angst haben um ihre Kinder, ihre Familien. Wie kann man Menschen helfen, die immer noch traumatisiert sind, weil sie Angehörige verloren haben, weil halbe Dörfer ausgelöscht wurden? Welche Lehren kann man, muss man ziehen? Wir hören gerade wieder in diesen Tagen, dass in England ein neues AKW gebaut werden soll. Und wir hören auch und erfahren immer wieder durch Berichte, dass eben in Japan eine offene Berichterstattung kaum möglich ist, Diskussionen erschwert werden, politische Urteilsbildung auch erschwert ist, Nachrichten sollen nicht nach außen dringen, Gesetze werden verschärft, restriktivere Handhabe der Pressefreiheit wurde eingeführt. Wer schon mal in Japan war, der weiß, es ist ein wunderschönes Land, auch deshalb, weil man ein Miteinander pflegt, was von Harmonie bestimmt ist.
Aber dieses Streben nach Harmonie und nach Ausgleich macht es eben auf der anderen Seite auch wieder sehr schwierig, politische notwendige Diskussionen offen durchzuführen und auch kontrovers eben zu diskutieren. Das ist in diesem Land äußerst schwierig. Menschen, die eine andere Meinung sind, die unangenehm auffallen, die ihre eigene Meinung kundtun, die abweicht vom Mainstream, die werden schnell ins Abseits gestellt oder man beachtet sie einfach nicht mehr, ohne auf sie einzugehen eben. Auch eine Folge ja der Missachtung, sie werden einfach totgeschwiegen. Aber die Folgen der Katastrophe sind eben so bedrängend, wir konnten es ja auch schon in einigen Berichten im Fernsehen beobachten und verfolgen, dass viele Japanerinnen und Japaner so nicht mehr weitermachen. Schon einige Jahre und immer noch weiter, dass sie einfach nicht zur Normalität zurückkehren wollen. Sie engagieren sich, sie organisieren sich, sie sammeln Informationen, machen sich kundig. Davon werden wir heute Abend hören. Mit ihnen haben sich Menschen überall auf der Welt solidarisiert, auch bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben gerade hinter uns eine Tagung, eine große Tagung in Arnoldsheim in der Evangelischen Akademie. Jedes Jahr treffen sich dort Menschen und diskutieren die Folgen der Atomenergie und die Möglichkeiten, neue Energieformen voranzubringen, gerade auch in Japan, was besonders schwierig ist. Die Evangelische Landeskirche hat damals spontan nach der Katastrophe beschlossen, 1 Million Euro für die Opfer zur Verfügung zu stellen. Und gerade vor einigen Wochen wurde der letzte Betrag zur Unterstützung an verschiedene Organisationen nach Japan überwiesen. Wir heute Abend, und das finde ich auch was Besonderes, wir vertreten ja ganz unterschiedliche Organisationen. Die Anstifter sind dabei, dann IPPNW, Ärzte gegen den Atomkrieg, die Evangelische Mission in Solidarität. Wir haben gemeinsam eingeladen und haben uns vernetzt und so war es eben wieder möglich, diese Veranstaltung heute hier Abend zu haben. So haben sich auch bei uns Netzwerke gebildet von Menschen, die sich engagieren und einbringen wollen, um so jenseits der politischen und ökonomischen Interessen unsere Stimme zu erheben und uns zu solidarisieren. Wie gesagt, die Gäste, wir haben vor allem eine Gästin heute Abend, Frau Masami Kato. Sie ist gerade vor einer Stunde angekommen von dieser Konferenz in Arnoldsheim und sie hauptsächlich wird uns heute Abend berichten, wie Menschen in den verstrahlten Gebieten leben müssen. Sie ist jede Woche dort, hat Kontakt, hat den Auftrag, Projekte voranzubringen, Projekte zu unterstützen, zu organisieren und den Menschen dort zu helfen. Sie wird auch am Sonntag bei der Kundgebung in Neckarwestheim mit dabei sein. Dann begrüßen wir natürlich alle, die mitgemacht haben, die sich engagiert haben. Und als nächstes wird jetzt Dr. Jörg Schmidt von der IPPNW berichten, welche gesundheitspolitischen Konsequenzen die Situation in Japan mit sich bringt für die Betroffenen. Womit wir rechnen müssen, wie es möglich ist, überhaupt in dieser Situation Schritt für Schritt voranzugehen und eben nicht Normalität einkehren zu lassen, die es nicht gibt. Bitte schön. Ich werde den Vortrag von Frau Kato kurz etwas
voranstellen. Die Atomkatastrophen, 29 Jahre Tschernobyl und jetzt mittlerweile 4 Jahre Fukushima. Ich habe dieses kurze Update über die Situation vor Ort, sogenannt Fukushima, keine Entwarnung. Sie erinnern sich alle, das sind also die Bilder, mit denen wir und auch zukünftige Generationen den Dreifach-Super-GAU in Fukushima, der vom 11. bis 15.03. ging, verbinden werden. Das sind die Bilder der nuklearen Explosion, die um die Welt hingen. Es blieben zurück Ruinen und das, was zu konstatieren ist, es ist die größte bisherig bekannte radioaktive Verseuchung der Weltmeere geschehen, in einer riesigen Größenordnung, Petabecquerel, 79, also ungefähr 80% des gesamten radioaktiven Inventars ist über den Pazifik niedergegangen, ca. 20% auf japanischem Land, insbesondere im Fukushima-Distrikt, im Osten und Nordosten Japans, aber auch in der Hauptstadtregion Tokio. Hier sehen Sie nochmal die Verstrahlungskarte des Weltmeeres. Sie sehen hier eine Agenda über die Jahre. Wir sind hier im 4. Jahr. Sie sehen also, das ist das leicht blaue. Der ursprüngliche radioaktive Fallout über die Meeresströmung bewegt sich sozusagen wieder zurück. Sie bedenken aber bitte, dass, das werde ich gleich noch erklären, dass die radioaktive Verseuchung der Weltmeere ununterbrochen weitergeht. Das heißt, diese Spirale hier, die dreht sich ununterbrochen auf dem Pazifik. An Land, ich habe diese Karte hier mal nochmal genommen, weil Sie sehen hier zum einen, das ist eine Cäsium-137-Karte, das ist eine relativ, das sind oft benutzte Verstrahlungskarten, weil diese Verstrahlungsart kann vom Flugzeug aus gemessen werden. Sie sehen hier diesen Punkt, das ist Fukushima, im Zentrum dieser roten Verstrahlung. Sie sehen hier Tokio. Und dieses Bild macht das nochmal deutlicher. Das ist wieder eine Cäsium-Verstrahlungskarte. Sie sehen hier im großen Distrikt von Tokio, sehen Sie, wie nah die Verstrahlung auch des Bodens an Tokio selber heranreichen. Von Fukushima nach Tokio sind es ca. 250-230 Kilometer. Es gibt keinen Grund, Entwarnung auszusprechen. Und welche Bilder im Moment aktuell sind, wir haben jetzt 2 kurze Filme. Ja, uns war es wichtig, Ihnen einfach einen Bildeindruck nochmal zu geben. Das sind Aufnahmen von Yagish Bogeshwar, der ja einen Film in Fukushima vor Ort drehen durfte. Wie sieht die Situation im Moment aus? Ich wollte zunächst mal eine gute Nachricht in den Vordergrund stellen und an den Anfang. Das heißt, die Brennelementbergung aus dem Zwischenlager des Reaktors 4 wurde am 5.11.2014 abgeschlossen. Es wurden 1331 Brennelemente entfernt und was wichtig ist, ohne Störung konnten auch 11 verformte Brennelemente tatsächlich entfernt werden. Das ist eine große technische Meisterleistung. Gott sei Dank, das Gebäude war ja einsturzgefährdet. Und von daher musste es auch so zügig wie möglich gehen. Die Situation vor Ort ist folgende. Die Reaktoren 1 bis 3 müssen weiterhin ununterbrochen gekühlt werden. In allen 3 Fällen kam es ja zur Kernschmelze. Man braucht dazu 530 Tonnen pro Tag. Die Schmelzmasse hat natürlich die Reaktorböden durchschmolzen und deswegen hat dieses Wasser, das von oben immer wieder hineingekippt wird, Grundwasserkontakt und weil es Grundwasserkontakt hat, fließt es auch ins Meer ab. Pro Tag sind das 400 Tonnen verstrahltes Wasser, das in den Meer, in den Pazifik fließt. Deswegen auch
hält sozusagen diese Verstrahlungskarte des Pazifiks einfach an. Ein Problem ist noch, sind die Lecks in den Wassertanks, da komme ich gleich nochmal dazu, und insgesamt die Winde und Stäube, das heißt die radioaktiv verseuchten Gebiete Nordostjapans, sozusagen mit jedem Wind kommt neues radioaktives Material natürlich in die Städte und Dörfer. Die vielen Säcke, die Sie gesehen haben, kennzeichnen auch ein Stück weit die Hoffnungslosigkeit, weil mit dem nächsten Wind ist der Boden natürlich wieder kontaminiert. Eine Besonderheit in Japan, dass ein Teil des radioaktiv verstrahlten Mülls tatsächlich verbrannt wird und damit in Müllverbrennungsanlagen und damit wird die Verstrahlung japanweit erreicht. Also findet japanweit eine Verstrahlung statt. Wir haben jetzt, ich habe Zahlen aus September 2014, das sind jetzt die mir aktuellst möglichen. Wir haben jetzt im Moment in Fukushima 6 Milliarden Liter kontaminiertes Wasser. Es gibt von den Räumlichkeiten her noch eine Milliarde ungefähr Platz. Das wird aber nicht ausreichen. Sie haben es vorhin schon gehört, dass durch diesen täglichen gigantischen Wasseranfall werden auch diese, werden die Lagerkapazitäten spätestens in 2 Jahren erschöpft sein. Insgesamt haben wir jetzt 1700 Behälter, davon sind 350 diese Großtanks, die hier noch mal auf dem Bild zu sehen sind. Ständig geschehen Lecks. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach mal aus dem Fukushima Diary, aus dem Tagebuch, das im Internet verfügbar ist, die Lecks einfach mal ein paar rauszunehmen. 2013 im Dezember 4 Lecks. Am 24. an Weihnachten 2013 sind aus 2 Tanks 225 Tonnen kontaminiertes Wasser rausgelaufen. Die bisher schwierigste Leckage war jetzt im Oktober und es gab Strahlenwerte, die noch nicht mal erreicht worden sind in den Tagen des Super-GAUs. Wir haben gemessen, bis zu 190.000 Becquerel pro Liter, Cäsium 137, das sind offizielle Zahlen von TEPCO, nur zum Vergleich, im Rahmen des, der Kernschmelze im März 2011 waren es nur 47.000 Becquerel. Das heißt, durch einen Taifun, der genau in diesen Tagen war, sind sozusagen kamen solche Wassermassen über Fukushima nieder, dass sozusagen die ganzen Reaktoren wie ausgespült wurden. Noch jetzt, vor wenigen Tagen, am 22.02. Gab es eine Messung, dass eine 70-fache Erhöhung an den Messstellen im Meer erfolgt ist und messbar war. Erhöhung von was? Erhöhung der Becquerel-Konzentration. Aber nicht der vor dem GAU, sondern? Des vor dem GAU. Also das ist immer wieder dieser Normwert, der ist 0,03 Becquerel pro Liter und Sie sehen, in welchen Größenordnungen, millionenfach ist das eine Erhöhung der Radioaktivitätszahlen. Aktuell, Sie haben sicher gehört, es wurde versucht, einen Eiswall zu bilden, um diese ständige, dieses Ablaufen des radioaktiven Grundwassers ins Meer zu verhindern. Ich habe jetzt eine Zeitungsmitteilung aus dem August. Dort muss der TEPCO eingestehen, dass die bisherigen Verweisungspläne gescheitert sind. Man hat nicht möglich machen können, dass das Grundwasser vereist wird und dadurch eine Barriere entsteht. Man hat es nur 90% der Bohrlöcher geschafft. Aber wenn dieser Eiswall ein Loch nur ist, ist sie unsinnig. Und so dass die Techniker jetzt nochmal sich überlegen, ist das überhaupt möglich, diesen Eiswall doch zu bauen? Das ist sehr skeptisch zu betrachten. Die gesundheitspolitischen, die gesundheitlichen Folgen, die wir benennen können. Es gab nach Fukushima ein Geburtendefizit, insbesondere in der Präfektur Fukushima. 9 Monate nach dem Unfall kam es zu einem
Defizit von fast 14% in der Präfektur, in den angrenzenden Fukushima-Regionen auch nicht so deutlich als Vergleich das restliche Japan. Wir haben vom Januar bis September 2012 ein 25% erhöhte Säuglingssterblichkeit beobachten müssen. Das sind Zahlen, die wir leider auch von Tschernobyl her schon kennen. Sie haben alle von den dramatischen Schilddrüsenveränderungen und Erkrankungen der Kinder in der Präfektur Fukushima gelesen. Ich habe jetzt nochmal alle Zahlen, auch die aktuellen, zusammengefasst. Es gab bis 2012, 2013, hat man versucht, alle japanischen Kinder in dieser Region bis 18, das sind knapp 300.000, zu untersuchen. Man hat also festgestellt, dass bei diesem ersten Survey 48,5% haben Schilddrüsenveränderungen, 87 Fälle von operierten Schilddrüsenkrebs waren in dieser Zeit zu beobachten. Und insgesamt sind sozusagen noch 20 Fälle offen, die sind noch nicht operiert. In der Feinnadelbiopsie sind sie aber bereits als Krebs diagnostiziert. Immer als Kernwert: Schilddrüsenzysten und Knoten gibt es normalerweise nicht bei Kindern und Schilddrüsenkrebs schon gleich gar nicht. In der Zeit vor Fukushima gab es sozusagen im statistischen Mittel 0,5 Schilddrüsenkrebsfälle und wir haben also als absolute Zahl weniger als ein Schilddrüsenkrebsfall eines Kindes in ganz Japan. Und wir haben jetzt hier innerhalb dieser überschaubaren Zeit schon über 100 Krebsfälle. Die aktuellen Zahlen bis 2014, man untersucht sozusagen diese Kinder fortlaufend und man beginnt sozusagen jetzt alle nochmal zu untersuchen. Man hat festgestellt, die Zahl der Zysten, die als Krebsvorstufen zu werten sind, ist jetzt mittlerweile auf fast 60% gestiegen. In absoluten Zahlen heißt das, 12.000 Kinder haben sozusagen sich noch zusätzlich verschlechtert innerhalb der gegenüber dem Ausgangswert bis 2013. Dramatische Befunde. Insgesamt muss man festhalten, sind Krebserkrankungen natürlich in einem hohen Ausmaß zu erwarten. Als IPPNW haben wir darüber eine Studie verfasst. Es ist immer mit einer bestimmten Unsicherheit natürlich behaftet, die erwarteten Krebserkrankungen nach externer Strahlung. Wir unterscheiden dann nochmal nach einer Nahrungsaufnahme. Wir haben hier die erwarteten schweren Erkrankungen der Arbeiter und wir haben die Schilddrüsenkrebsfälle, die inoffizielle UNO-Organisation rechnet mit 1016 Krebsfällen von Kindern, hier nochmal mit dem Faktor 2 bis 3, weil wir andere Multiplikationszahlen nehmen. Sie sehen, es ist ein gigantisches Ausmaß an Leid. Sie müssen sich vorstellen, jede Krebserkrankung ist nicht nur für den Betroffenen, sondern natürlich auch für die Familie schwer zu tragen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr die Hälfte derjenigen, die Krebs haben werden, auch daran sterben müssen. Was oft unterschätzt wird, ist, es gibt für die Krebserkrankung ein strahlenbedingtes Risiko und das ist identisch mit dem Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Das betrifft Bluthochdruck, Herzinfarkt und auch die pulmonalen Herzerkrankungen. Obwohl das alle Beteiligten wissen. Also das ist jetzt das BAI-Kriterium, das ist ein offizielles Kriterium der WHO. Trotzdem wird in Japan werden nur Schilddrüsen-Screenings und nur bei Kindern durchgeführt und nur im Fukushima-Distrikt. Alle anderen Gebiete werden nicht präventiv untersucht. Das Komitee der Vereinten Nationen für die Folgen von Strahlung und UNSCARE sagt, zu den Zahlen, die wir jetzt auch ganz offensichtlich haben, auch zu den Schilddrüsenkrebsfällen, offiziell im letzten Bericht
aus 2013, es sei kein erkennbarer Anstieg von Krebserkrankungen zu erwarten, der mit der Strahlenexposition von Fukushima in Verbindung gebracht war. Unvorstellbar, wie die UNSCEAR zu dieser Schlussfolgerung kommen kann. Es ist so, ähnlich wie die japanische Regierung sagen, die Kinderkrebsfälle, die hat man vorher einfach nicht entdeckt. Sie verleugnen damit natürlich, dass es schon vorher die Zahlen ja gab. Es gab schon Untersuchungen in Japan über Schilddrüsenkrebs, ich hatte es Ihnen gesagt, weniger als ein Fall in ganz Japan, sodass es eigentlich einen Referenz- und Ausgangsweg gibt. Der wird aber verleugnet. Wie sieht jetzt denn eigentlich die erneuerbare Energie in Japan aus? Hat die Regierung Konsequenzen gezogen? Ich habe hier ein paar Daten mal genommen. 2010, vor dem Fukushima-Unglück, waren die erneuerbaren Energien bei 1,1% des Strombedarfs, 8,5% wurde und wird mit Wasserkraft erzeugt. Vor Fukushima knapp 30% Strom durch die AKWs. Es gab dann nach dem Fukushima-Unglück ein erstes Einspeisevergütungsgesetz mit der Konsequenz, dass jetzt heute bereits 4,4% erneuerbare Energien in Japan zur Stromproduktion beitragen, insbesondere Photovoltaik. Aber Abe, der Premierminister, sagt, die Atomkraft ist eine wichtige Energiegrundlage für Japan. Deshalb hat man ein Ausbauziel jetzt kürzlich erst vor einem Jahr verabschiedet, dass ein Zuwachs durch erneuerbaren Energien bis von 2020 bis 13,5% nur vorsieht. Sie sehen hier oben, hier ist der Gesamtbetrag, der 2014 schon erreicht war. Das heißt, in fünf Jahren will AB nur noch einen Anstieg von unter 1%. Das ist die Energie, das ist die Bremse der erneuerbaren Energien, die AB vorsieht, weil sie die Inbetriebnahme weiterer Atomreaktoren oder die Inbetriebnahme von Atomreaktoren plane. Darüber hinaus exportiert die japanische Nukleartechnik wieder Atomkraftwerke, insbesondere jetzt in die Türkei. Das ist der Grund, warum die japanische Regierung sagt, wegen der Strahlenfolgen muss man sich keine Sorgen machen. Es ist jetzt vorgesehen, es gibt jetzt im Moment noch 48 AKWs in Japan. Es gibt jetzt zwei Standorte, an denen dieses Jahr die Reaktoren wieder in Betrieb genommen werden sollen. Das eine ist Takahama, hier an der Küste, und das zweite ist Sendai, hier unten. Ich habe Ihnen die seismografische Karte der Platten, die Japans Erdbeben auslösen, noch nebenbei hingelegt. Sie sehen hier, genau hier an dieser Konvergenzplatte befindet sich Takahama, und genau hier an dieser philippinischen Platte befindet sich Sendai. Also wiederum eine große Gefährdung, wenn die Reaktoren eingeschaltet werden. Ich will noch kurz eine Größenordnung sagen. Im Monat finden in Japan über 70 Erdbeben statt, weil es eben so ein Hoch-Erdbeben-Risikogebiet ist. Das ist das AKW Takahara. Unten sehen Sie das schöne Hochglanzbild vom Betreiber aus Japan selber. Es befindet sich 70 Kilometer von Kyoto. Das AKW Sendai hat eine Besonderheit, weil es in 70 Kilometer Entfernung, man sieht den hier hinten noch, des Vulkans Sakurajima ist. Und ich habe Ihnen mal kurz noch dazu aufgeschrieben, wann denn die letzten Ausbrüche, die Vulkanausbrüche waren. Der letzte war am 24.10.2014. Ein Vulkanausbruch kann bedeuten, dass es zu einer hochgefährlichen Situation kommt, weil Ascheregen auf die Hochleistungs-Hochspannungsmasten sich niedersetzen kann
mit der Folge, dass der Strom eventuell nicht mehr abtransportiert wird und es kommt dann zu einem Aufheizen des Reaktors. Das ist ein schwerer Störfall. Ja, die Antwort kann natürlich aus unserer Sicht nur lauten Bye Bye Genpatsu, was auf Japanisch heißt AKWs weltweit abschalten. Das wollte ich Ihnen so für mal kurz auf den Weg mitgeben und Frau Kato wird jetzt nach einer kurzen Musik nochmal von David Stütze über die Situation der Menschen vor Ort sprechen. Vielen Dank. Ich habe eigentlich gedacht, ich spiele auch mal eine normalere Musik oder ein Lied, weil das so anhörbar ist, aber sonst ist es komisch, jetzt improvisiere ich wieder irgendwas. Thank you.
Also ich begrüße recht herzlich Frau Kato und vielleicht, wenn wir Sie noch mal mit einem kurzen Applaus auch für Ihre lange Fahrt begrüßen. Guten Abend, mein Name ist Kato. Geht nicht? Geht nicht? Ich habe vergessen, unsere Dolmetscherin auch vorzustellen, Frau Wittmann. Frau Wittmann. Sie hat gesagt, guten Abend, ich heiße Kato. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mich als Rednerin in Ihren Reihen empfangen. Ich möchte heute auf Japanisch meine Rede halten. Ich arbeite für die YWCA, also das ist der Verbund christlicher Frauen in Tokio. Und seit letztem Jahr, April, bin ich verantwortlich für die Opfer oder für die Geschädigten dieses Supergaus in Fukushima.
今日は私たちが福島でどんな活動をしているかお話ししたいと思います。Ich möchte Ihnen heute mitteilen oder vortragen, was wir in Fukushima alles machen und bewirken wollen und bewirkt haben. 最初に私たち YWCA がどんな団体かということを少し話をします。Sie möchte ganz kurz erklären, was für eine Organisation die der Verbund der christlichen Frauen Tokio ist.私たちは平和の活動をしている女性団体です。Wir sind eine Organisation von Frauen, die vor allem für den Frieden sich einsetzen. 広島のことや憲法9条のことを勉強したりもしています。Es geht auch, Japan hat Atomabwurf, also einen Atombombenabwurf in Hiroshima gehabt. Also darüber informieren sie sich und informieren die Leute, beziehungsweise es geht auch um den neunten Paragraphen des japanischen Gesetzes, den Friedensparagraphen. Hiroshima の経験から私たちは原発も原爆も両方とも核の利用は良くないと考えています。Diese Organisation vertritt die Meinung, dass nach Hiroshima es keine friedliche Anwendung von Atomkraft geben kann, also auch keine Atomkraftwerke. Und das ist ein Bild, da sind, stehen sie sich für den Friedensparagrafen ein, der, muss man dazu sagen, in Japan nun wegrationalisiert werden möchte von der Regierung. Und da sagen sie, nein, wir brauchen unseren Friedensparagrafen, den Paragrafen 9 des asiatischen Grundgesetzes. Nun möchte ich übergehen und was wir in Fukushima alles machen mit den Kindern zusammen, was Veranstaltungen gemacht werden.日本 YWCA は福島第一原発事故の後、支援として COM7300 と名付けたプロジェクトを実施しています。Also, nach dem Superbau hat die Organisation etwas ins Leben gerufen und das nennt sich COM7300. Also COM bedeutet WIS, das heißt zusammen und 7300, das sind die Tage, 20 Jahre. Sie wollen also dieses Event möchten Sie auf jeden Fall 20 Jahre weiterführen, um den Kindern dort, um den Leuten in Fukushima zu helfen. 20年の長い間ずっと支援をしていこうと思っています。Also diese 20 Jahre möchten Sie gemeinsam mit den Leuten von Fukushima zusammenarbeiten.あと少し3月、今度の3月11日で東日本大震災からちょうど4年が経過します。11. März, wie Sie wissen, jährt sich das, dieser Super-GAU, diese Tragödie zum 4. Mal. それでも被災地の福島の人々は日常的に放射線がたくさんある中で生活しています。Und da leben die Leute in Fukushima und inmitten dieser Verseuchung, die atomaren Verseuchung. 今福島に残っている人たちは逃げようとしても逃げられないいろいろな事情のある人たちです。Und die Leute, die zurückgeblieben sind, die können auch nirgendwo hin. Sie haben keine Möglichkeit wegzugehen. Also sie müssen dort weiter verharren. 私たちはそういった人々のために人々が被災地を離れてリフレッシュするためのプログラムを実施しています。Und da haben wir uns gedacht, gut, wenn sie nicht weg können, wenn sie ihr Leben dort weitergestalten müssen, versuchen wir sie wenigstens in andere Regionen Japans einzuladen und sie für eine gewisse Zeit ein bisschen weg in die Natur, also weg von dieser ganzen Verseuchung zu bringen. 一つ目は雇用プログラム、リフレッシュプログラムというプログラムをやっています。Eins davon ist jetzt, wie Sie hier im Bild sehen, das Programm, die Jugendlichen, die Kinder auf eine, zu einem Art Kuraufenthalt einzuladen. このプログラムは子どもや家族が被災地を離れ楽しい時間を過ごしてもらうことを目的としています。Und das Ziel ist, dass die Familie mit den Kindern zusammen einfach einmal den Tag genießen können und ins Wasser gehen können, ohne zu überlegen, ist das Wasser jetzt verseucht, ja oder nein, kann ich das essen, ja oder nein, einfach mal, dass die Leute abschalten können.
YWCA はいろいろな地域の YWCA がありますが、そこで地域のボランティアと一緒に自然と触れ合うプログラムや安全な食べ物を使った食事などを提供しています。Sie arbeiten mit, also die Organisation arbeitet mit verschiedenen regionalen Organisationen zusammen und das sind alles ehrenamtliche Leute und da möchte man mit den Familien zusammen in den Wald gehen, um Natur zu erleben und natürlich auch natürliche Produkte essen, also Nahrungsmittel aufzunehmen, dass sie sich auch also aufnehmen können.福島では外で子どもたちが思い切り体を動かして遊ぶことができないので、また食べ物に非常に気をつけなければいけないので、このような取り組みはとても喜ばれています。Also die Kinder freuen sich sehr, dass sie jetzt mal ohne zum Beispiel auch ein Dosimeter oder einfach mal alles ins Wasser gehen können, dass sie einfach ganz natürlich wie Kinder sind natürlich spielen können. Da freuen sie sich sehr darüber.このプログラムの経費はドイツのいろんな教会からいただいた寄付で賄っています。Und diese, also es fallen natürlich Kosten an. Diese Kosten werden von den Spenden getragen, die sie von Deutschland erhalten, von der Kirche erhalten. 例えば、雇用プログラムは大阪、名古屋、函館などの福島から離れた町でやっています。Und es werden die Städte Nagoya, Osaka, die Kinder werden in andere Städte gebracht, und so dass sie weiter entfernt sind und mal etwas anderes aussehen. Und das nächste ist das Second House. Das bedeutet, es gibt ein Haus in einer, also das zweite Haus, das ist das Thema.セカンドハウスは福島から離れた場所に滞在できる家を提供するプロジェクトです。Es ist so eine Art Ferienhaus oder Ferienwohnung, wo die Leute einfach mal für eine gewisse Zeit von zwei, zwischen zwei und, drei und zwei Wochen, einfach drei Tage und zwei Wochen hingehen können und einfach mal abschalten können, den Stress hinter sich lassen können. 福島を離れていることを目的としています。Dass sie einfach malwieder sich selbst sein können, die Kinder. 場所は神戸。神戸は福島から約800キロ離れています。Zum Beispiel Kobe, das ist 800 Kilometer von Fukushima entfernt. Da steht auch ein Haus. 名古屋は福島から580キロ離れています。Oder in Nagoya, das ist 580 Kilometer von Fukushima entfernt. 横浜は福島から340キロ離れています。Oder Yokohama, 380 Kilometer entfernt.これは名古屋のお家ですね。Das ist von Nagoya. Also das Bild zeigt das Haus in Nagoya. これは横浜の家です。Das ist in Yokohama. これは神戸の家。Das ist in Kobe. で、それぞれの家は地域のボランティアがただで提供して、住居の管理はそれぞれの地域の YWCA が行っています。Das wird ehrenamtlich zur Verfügung gestellt, also frei zur Verfügung gestellt, und der Verbund christlicher Frauen dieser Region sorgen sich, kümmern sich um dieses Gebäude. Es ist natürlich sehr teuer, von Fukushima dorthin zu kommen. Es ist eine lange Entfernung, in Japan zu reisen. Es ist sehr teuer und deswegen fallen ihnen sehr hohe Kosten an.Und wir kommen, also und Ihre Organisation kommt für diese Kosten auf. Und auch diese Kosten werden von der Spende aus Deutschland getragen. Das nächste ist Karo Fukushima. Das Thema Karo Fukushima. Karo Fukushima war.福島の駅のすぐそばにあります。Das ist in der Nähe von, also dieses Karo, jetzt weiß ich gar nicht genau, was ist das? Karo, Karo は親愛なる。Also, Karo bedeutet geliebtes Gebäude oder so ähnlich. Das kann man ganz schlecht übersetzen. Und das ist in der Nähe vom Bahnhof in Fukushima. ここでは地域の女性の暮らしを再生することを助けるためにいろんな活動をしています。Und in diesem Gebäude, das ist so eine Art, ja,
Gemeinschaftsraum, wo alle zusammenkommen können. Und da hilft man den Frauen, die Angst um ihre Kinder haben, die Probleme haben. Da können die Frauen herkommen, hinkommen und man gibt ihnen Hilfeleistung, Hilfestellung. この写真はドイツの方が来てくれて、子どもたちに英語や歌を教えてくれました。Dieses Bild zeigt das untere Bild, wie eine deutsche junge Frau zu diesem Ort kam und mit den Kindern deutsche, englische Spiele gespielt hat, gesungen hat und sich mit den Kindern vergnügt hat. あと、お母さんたちに対していろいろな講座をやっています。Und es gibt dann auch viele verschiedene Seminare für die Mütter. Zum Beispiel Nähen. Mit Aromaölen zum Beispiel Parfüm-Seminar. Hier ist eine Psychotherapeutin da, die Probleme, also eine Gesprächsrunde, die auf die Probleme der Damen oder der Frauen angeht. Und warum wird so etwas veranstaltet? Es geht darum, dass die Frauen ihre Stimme verloren haben, mehr oder weniger. Also sie können nicht mehr so offen reden drüber, sondern sie brauchen einen Ort, wo sie sich richtig aussprechen können. Und deshalb wird dieser Raum zur Verfügung gestellt, wird ein Nähkurs veranstaltet zum Beispiel, um den Frauen auch wieder einen Ort zu geben, wo sie sich austauschen können, wo sie über sich oder über ihre Probleme den Alltag sprechen können. Und da haben sie Gärtnerei, also gegärtnert. Ich möchte noch ein bisschen über Fukushima, auf Fukushima eingehen. Die japanische Regierung sagt, Fukushima ist jetzt nach diesen vier Jahren sicher. Des Weiteren sagt die japanische Regierung, es ist ja sicher, wir brauchen also keine Gesundheitskontrollen mehr, auch für die Kinder nicht, und deswegen wird auch die Hilfe versagt, es gibt nichts mehr. を進めてはいるけれども、作業後の汚染した土の保管場所も決まっていません。Also natürlich wird die Erde abtransportiert, das sieht man ja, es wird alles in Mülltüten reingetan, sie stehen da und man weiß aber nicht letztendlich wohin mit diesen Tüten und deswegen stehen sie da ohne... これは福島の駅のすぐそばの住宅地のところに置いてある除染の土です。Also das ist jetzt die kontaminierte Erde, die allerdings nicht, also im Wohngebiet steht, wenn man nicht weiß, wohin damit. Und das ist auch wieder Erde, die am Park, im Stadtpark, also am Stadtpark einfach auf. Natürlich kommen auch Kinder auf den Park oder zum Park und spielen dort. Dort gibt es auch das Arbeitsamt. Ist da dort. Ach, und was hinten das Gebäude, das ist das Jugendgefängnis. Also im Park steht dann auch ein Dosimeter bzw. ein Geigerzähler, der zeigt, wie viel Verseuchung oder wie viel in der Luft ist jetzt gerade. Aber tut man den eigenen Geigerzähler zur Hand nehmen, sieht man, es gibt Unterschiede zum offiziellen. Also 0,193 und...
Aber das, was man selber in der Hand hat, ist 0,22. Also die Regierung hat es so aufgestellt, dass sie natürlich ein bisschen weniger anzeigt. Auch sagt die Regierung, die, das Essen in Fukushima, die Nahrungsmittel in Fukushima seien keine Gefahr. Es gibt in Japan eine Mensa, also Schulessen, Schulmittagessen. Und in dieser Schule wird das Gemüse von Fukushima aufgetischt, muss aufgetischt werden. Aber keiner verbirgt sich, also die Regierung verbirgt sich natürlich nicht dafür. Und die Frauen in Fukushima, die Mütter, sorgen sich extrem für die Kinder. Also vorher, wie Sie schon gehört haben, Schilddrüsenkrebs vermehrt sich immer mehr und das ist auch wirklich tatsächlich der Fall. Aber es gibt keine offizielle Berichterstattung darüber. Und dadurch, dass die Regierung natürlich sagt, ja, Fukushima ist sicher, es gibt keine Gefahr mehr, glaubt ganz Japan, okay, dann ist es sicher. Wenn Mütter natürlich auf die Straße gehen und sagen, unsere Kinder, wir haben Angst, dann sagen die offiziellen Behörden, ach ihr, ihr seid übertrieben, ihr habt zu viel Angst, das stimmt doch gar nicht. Und deshalb haben die Frauen oder die Mütter natürlich das Problem auch in der Familie. Das heißt ja, es ist alles sicher, es übertreibt doch nicht. Also sie haben auch, deswegen sagte ich, ihre Stimme verloren. Und deswegen sagt auch unsere Organisation, sagen wir, wir müssen uns für die Frauen einsetzen, dass sie ihre Stimme wiederfinden. Und durch die ganzen Möglichkeiten, durch dieses Second House zum Beispiel, also dass ein Ferienhaus gibt oder dass die Kinder vielleicht mal für eine gewisse Zeit in den Ferien auch wegkommen, also mit den Familien zusammen, dass man wieder zu sich findet, möchten wir, dass die Frauen gestärkt werden und dass sie wieder sagen können, was sie wollen und dass sie auch wieder Stimme, ihre Stimme Gehör finden. Und ich würde mir wünschen, dass ich noch mehr Leute hinter mir versammeln kann, innerhalb von Japan und außerhalb von Japan, dass wir noch mehr Gehör finden. Das war das jetzt von meiner Seite. Ich habe aber noch eine Bitte ganz zum Schluss. Unsere ganzen Aktivitäten sind von Deutschland gesponsert worden. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Und nur das war, wurde uns ermöglicht, so etwas zu machen. Auch natürlich gab es in Japan auch ehrenamtliche oder verschiedene Vereine, die uns geholfen haben. Nur natürlich mit der Zeit, Sie wissen es, es ist ja alles sicher, es würden immer weniger mit den Jahren. Und dadurch natürlich, wenn diese Regierung sagt, es ist sicher, gibt es auch von der Regierung kein Geld mehr. Es wäre wirklich traumhaft, wenn ich noch ein bisschen, also wenn ich Ihre Spenden mit nach Hause, mit nach Japan nehmen könnte. Und für die Kinder, die ja eigentlich auch
sehr begrenzt aktiv sein können, gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, Homestay zu machen, also sprich für eine gewisse Zeit in eine Gastfamilie zu kommen und bei der Gastfamilie einfach mal für 3-4 Wochen zu leben und einfach ohne Angst leben zu können. Das wäre toll, eine Gastfamilie zu finden. 何年か続けて子供たちをできればドイツにホームステイをさせてあげたいと思っています。 Also es wäre toll, wenn man in der Zukunft deutsche Familien finden könnte, die vielleicht die Kinder bei sich für eine gewisse Zeit bei sich aufnehmen könnten. In Deutschland ist es so, dass auch die Leute sich, also die Bürger in Deutschland, sich gesund mit Atomkraft auseinandersetzen und dass man darüber reden kann. Und deswegen denkt man in Japan, dass die Kinder in Deutschland sehr gut aufgehoben sind. Und über die Gespräche, die man dann in Deutschland führt, über die Atomkraft, wird auch wieder etwas Neues gesät und sie werden gestärkt. Also es wird auch wieder Wissen gesät. Und dann können sie zurückkehren, sie können mit den neuen Erfahrenen zurückkehren nach Japan und irgendwann in der Zukunft vielleicht eine hohe Position einnehmen und für Fukushima arbeiten, für Japan dann da sein. Also es wäre toll, ich bin auf der Suche nach einer Gastfamilie oder nach Gastfamilien. Wer Interesse hat, bitte, kommen Sie auf mich zu. Also es ist noch nichts Konkretes, aber wenn jemand Interesse hat, bitte kommst du doch einfach auf mich zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Immer wenn man sich mit einer Krisenregion beschäftigt, geht es einem so, dass man an die Grenzen unserer Informationsgesellschaft stößt. Denn es gibt die eine Information und es gibt die andere Information. Und es gibt eben die Information, die tatsächlich einen Informationswert hat. Und es gibt eben auch die gezielte Desinformation. Das merken wir alle auch. Und da stoßen wir an die Grenzen unseres Informationszeitalters und auch an die Grenzen des Internets, das wissen wir alle. Deswegen denke ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir authentische Berichte haben von Menschen, die eben aus diesen Krisengebieten berichten können, weil sie dort selber hinkommen, weil sie dort Kontakte haben und weil sie selber aus eigener Erfahrung berichten, um was es dann geht. Das ist das immer noch, denke ich, das beste Mittel gegen die Desinformation, von denen wir ja aus allen Krisengebieten dieser Erde auch überschwemmt werden. Frau Kato, herzlichen Dank. Jetzt soll es natürlich auch noch die Möglichkeit geben, dass Sie aus dem Publikum, von unseren Zuhörern, Engagierten, Fragen stellen können. Ja, bitte. Denkst du noch an die Spendendose, dass du die gleiche Zeit hast? Ah ja. Ja, genau. Danke für die Erinnerung. Die eine Spendendose sollte noch durch die Reihen gehen. Wo gibt es die denn? Die kommt gleich. Die kommt vorbei. Gut. Sie kennen ja den Sinn mit der Rotdose Spende. Ich bringe Ihnen das Mikro vorbei. Well, actually, I've been thinking about this homestay possibility for a while, I wondered if I could get this going, so I didn't know how to get it going. So I approached two Japanese-German friendship groups, but
I didn't get any response. So then I wrote a postcard to the rat house, put it in the suggestion box. I've heard nothing since. So basically, yeah, I just wondered how do we get this going? Or should we just individually contact Kato-san in Japan? But that seems, it seems it would be not so well organized if we individually contacted Frau Kato. I don't know. What do others think about that? Frau Kato sagt, ich habe es jetzt gerade übersetzt. I told her what you said, and she said, give her, she will give you her card, and please connect her, and she will give you if you're interested on homestay. Also, I'll give you some information about homestay. If you're interested, she can send you also per email information. Well, in fact, unfortunately, I myself, I only have a one-room apartment. I myself can't offer anything, but I would like to help to get this project going in Stuttgart. And I just wonder, how should we in Stuttgart do this? Wie können wir das in Stuttgart machen und verbreiten und organisieren und Leute motivieren? Das ist meine Frage. Ja, ich denke, dann ist es einfacher, wahrscheinlich schon über die evangelische Kirchengemeinde zu gehen. Da besteht ja eine enge Verbindung, oder? Also ich denke, so ist das. We don't have the details about the homestay program. So, gut. Also ja, da braucht Frau Kato, glaube ich, noch ein bisschen auf. Das ist ein Gedankenansatz von ihr gewesen. Es wird jetzt in die Wege gebracht. Und dann vielleicht muss man gucken, wie man das macht, aber ich denke, da kriegen Sie es bestimmt vielleicht über die evangelische Kirchengemeinde, ich weiß nicht, also dafür noch übliche Wege. Das kann man sicher gerne erfahren. Ich denke, das sind Planungen, die jetzt laufen und man muss noch sehen, wie sich das entwickelt. Also sobald sie weiß, wie es vonstatten geht, sie will das auf jeden Fall irgendwie Ihnen dann zugänglich machen oder dann der Gemeinde. Ja, noch Fragen? Also, ich hätte auch noch viele Fragen über Japan. Ist da noch? Ich würde gerne wissen, wer die Arbeiter sind, die diese Dekontaminationsarbeiten ausführen müssen, wo die herkommen, ob es da einen Austausch gibt mit den Einheimischen und wie die Situation bei den Arbeitern ist. Natürlich sind unter den Männern auch Leute, die in Fukushima wohnen, aber die meisten sind außerhalb der Region von Fukushima. Die kommen von irgendwo, also von innerhalb von Japan irgendwo her, arbeiten da und gehen dann. Das ist das Problem, es handelt sich um Tagelöhner, man weiß nicht, woher die kommen. Und es ist natürlich dann das Problem, dass auch viele Betrügereien, oder es passiert immer mehr in Fukushima, und das ist das, die Nebenwirkung, sagt sie. Also es gibt ja schon zwischenzeitlich Vergewaltigungen, man weiß nicht, wer das war zum Beispiel, oder es gibt viele Streitereien, Schlägereien, also es hat wirklich zugenommen. Also das heißt, soll nicht heißen, dass alle Tagelöhner jetzt schlecht wären, aber es gibt Tendenz da, beziehungsweise das ist jetzt
die Situation war. Kann ich vielleicht noch ergänzen? Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen? Das Problem der Tagelöhner ist auch noch, dass sie von Gesundheitsdaten nicht erfasst werden. Das heißt, es gibt einige wenige TEPCO-Arbeiter, die gut gesundheitsmäßig kontrolliert und überwacht werden. Das ist bei den ganzen Tagelöhnern nicht der Fall. Die fallen vollständig aus der Gesundheitsversorgung heraus. Das ist ein großes Problem. Damit wird es auch schwierig werden, tatsächliche Folgezahlen, auch Erkrankungszahlen der Arbeiter für die Zukunft zu finden. Aber das hat System. Das muss man sich immer wieder deutlich machen. Japan ermöglicht sich dadurch sozusagen, dass es scheinbar nur gesunde Arbeiter gibt. Weil die, die krank werden, werden nicht erfasst. Jetzt haben wir über zwei Gruppen gesprochen. Um die armen Kinder, das Langzeitproblem, und um die Arbeiter, die sich eventuell verstrahlen, das ist relativ kurzfristig. Was passiert denn eigentlich mit diesen Hunderttausenden, die durch den Tsunami um Leben, um Gut, um Land, um alles gebracht wurden? Wer hilft denn denen?地域によって場所によって違うんですが、津波の被害があったところと放射線。Also man muss das jetzt unterteilen. Es gibt die Region, die von der Tsunami betroffen ist, und es gibt eine andere Region, die jetzt von dieser Radioaktivität betroffen ist. 北の方の津波で被害に遭った家はほぼ戻って治ってきました。Also die Gebäude, die von der Tsunami betroffen sind, die liegen ja mehr im Norden, die sind fast alle wieder aufgebaut. Fukushima の原発のすぐそばの地域は、30キロ圏内はまだ入ることはできません。Und das Atomkraftwerk herum 30 Kilometer, im Umkreis von 30 Kilometer, da darf man noch immer nicht reingehen. でもそこに住んでいた人たちは別のところに避難したままです。Aber die Leute, die da drin gewohnt haben, die leben jetzt woanders. Die sind alle letztendlich verlegt worden. Und innerhalb von, jetzt waren wir 30 Kilometer, jetzt sind ja 60 Kilometer, in dieser zwischen 30 und 60 Kilometer ist ja auch eine Verseuchung letztendlich aufgetreten. Und da leben die Leute ganz normal weiter, ohne dass sich jemand verwirrt oder jemand sich darum kümmert. Vorher wurde in der Karte gezeigt, wie sich das übers Meer ausbreitet, also in anderen Ländern gegen Verseuchung und auch in Japan selber. Gibt es da internationale Organisationen von der UNO oder der WHO, die das systematisch untersuchen und mit anderen Ländern dann auch einen Austausch gibt, welche Auswirkungen das weltweit hat und in Japan? Also wo wird denn das jetzt untersucht? Bei Ebola, es ist ja fast immer wie Ebola eigentlich, da wurde ja viel Überweitung machen. Also wie wird das für die Weltbevölkerung insgesamt untersucht?国連のインターナショナルアトミックエナジー IAEA があります。Also die IAEA, also die Internationale Atomic Commission, die kümmert sich darum. でも、aber? でも、IAEA は日本政府と同じことを言っています。Aber die sagen dasselbe wie die japanische Regierung. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, die Internationale Atomenergiekommission ist natürlich ein Lobbyverein, das heißt, es hat die Unterstützung der Atomenergie auf seinen Fahnen geschrieben. Das hat Konsequenzen, weil diese internationalen Organisationen zusammen mit der japanischen Regierung diese Verharmlosungstendenz aufweisen, was unter anderem dazu führt, dass die Rückkehr in Gebiete, die 20 Millisievert pro Jahr
an Verschalung, Bodenkontamination haben, als unbedenklich gesehen wird. Dahinter steht die japanische Regierung, aber auch die internationale Atomenergiekommission, die sagt, bis 100 Millisievert ist es überhaupt kein Problem, da leiden die Menschen gar nicht. Nur um das zu vergleichen, als IPPNW mit den internationalen Daten und mit den Wissenschaftlern, die atomkritisch sind, wir fordern, dass Kinder nur in Gebiete zurück dürfen, die 1 Millisievert pro Jahr beinhalten, um Gesundheitsgefährdung zu minimieren. Das verhört aber oft, da hört uns keiner zu, die japanische Regierung bagatellisiert und weiter. Aber nur, dass Sie die Größenordnung kennen, ich habe ja auch diesen Unsgern-Bericht kurz zitiert, die internationalen Organisationen vertuschen alle zusammen. Wie groß ist denn der Normalwert? Zum Beispiel bei uns? Gibt es einen Grenzwert? In Japan oder? Oder bei uns? Ja. Wir haben so. Wir haben diesen 1 Millisievert Grenzwert in Deutschland. Wenn der überschritten werden würde, müssten Kinder aus den Regionen evakuiert werden. Und das fordern wir auch, dass das weltweit geht. Strahlungsarbeit, nur um das mal so zur Hand haben, dürfen bis zu 20 Millisievert pro Jahr erhalten. Das macht man in Japan den Kindern und den Frauen und der normalen Bevölkerung so, nur damit sie diese unterschiedlichen großen Verhältnisse auch kennen. あと、市民のグループが一生懸命放射能を測っています。で、彼らは子どもの遊ぶ場所とか、子どもが学校に行くときに通る道とか、あと食べ物とかを自分たちので機械を買って自分たちで測って、それをデータにして残しています。それが Also die Bevölkerung, die nimmt natürlich selbst Hilfe wieder, und sie sagen, viele Leute oderNicht viele, aber einige, die nehmen einfach sich den Geigerzähler zur Hand, laufen rum, da wo die Kinder spielen, zur Schule gehen, erfassen das alles in Listen und möchten dann natürlich auch zeigen, schaut mal her, so und so sieht es da und da aus. Und das möchte man natürlich dann der Regierung dann vorlegen. Nach der Super-GAU hatte ich so den Eindruck, dass in Japan eine Anti-Atom-Bewegung entsteht. Da gab es Demonstrationen, es gab die Adaption der westlichen Symbole und alles Mögliche. Und jetzt, wie Sie es beschrieben haben, ist das alles auf dem Rückzug. Das heißt, wir haben die Situation, dass die Bevölkerung, wie Sie es beschreiben, der Regierung wieder glaubt. Wo ist dieses Fünkchen Kritik, was da entstanden ist, ist das uns völlig abhanden gekommen? Oder gibt es dieses Pflänzchen noch, dass wir es nochmal besser hören? Ja, ja, so eine Bewegung gibt es noch. Und die Menschen arbeiten auch hart. Also es gibt noch diese Bewegung gegen Atomkraft. Also die Bewegung gibt es noch. Also vor allem in Tokio, Osaka, in den großen Städten gibt es auch noch Demonstrationen. Also das Problem ist dann, dass bei der Wahl die Leute nicht, also die Wahlbeteiligung ist extrem niedrig. In Fukushima war sie gerade mal 20%. Also sie hat auch die 50% in den größeren Städten nicht überstiegen, und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und deswegen fühlt sich die Regierung natürlich auch nicht angesprochen. Wir haben bisher nur von der direkten Bestrahlung gesprochen. Aber wir haben ja die Nahrungskette und der Mensch steht am Ende davon. Essen die Japaner denn immer noch so gerne Fisch, und wie geht es damit weiter? Okay.
Also es wird gesagt, dass je nach Gemüseart, Sorte, die Kontaminierung von dem Nahrungsmittel unterschiedlich ist. Also die Samen, die in Fukushima angebaut werden, und da gibt es eine Regelung, bis dahin ein Grenzwert, und alles, was unterhalb des Grenzwertes ist, da verkauft werden, was drüber ist, wird nicht verkauft. Und alles das, was natürlich angebaut wird, was versucht wird zu verkaufen, das ist dann natürlich wird billig oder günstig verkauft. Und die anderen Zahlen aus anderen Regionen, das sind extrem teuer für den Gegenzug. 魚に関しては福島の辺りの海で獲れた魚は食べられません. Und die Fische, die natürlich in Fukushima, in der Nähe von Fukushima gefangen werden, die kann man nicht essen. Aber die Fische, die in Tokio, also gefangen werden, also bei Tokio, die kann man essen. Also das Meer sei noch nicht so richtig untersucht worden und deswegen hat man noch keine Zahlen. Also ich weiß nur, dass der Thunfisch, also der ist nicht direkt vor der Küste, total verseucht wäre und den sollte man auch in Japan nicht essen. Außerdem haben die Wissenschaftler letztes Jahr festgestellt, dass das atomar verseuchte Wasser bis vor die Küste von Kanada gelangt ist, allerdings ziemlich niedrig bemessen und es hätte keine Auswirkung auf die Fische und eigentlich auch nicht auf die Menschheit. Aber sie haben auch gerechnet gehabt, dass es eineinhalb Jahre früher angekommen ist, das atomar verseuchte Wasser, wie sie eigentlich gedacht haben. Und weiterhin fließt ja atomar verseuchtes Wasser rein ins Meer, also wird es auch weiter im Kreislauf sich bewegen. Und das Wasser läuft definitiv immer in die Tatsache. Vor ungefähr einem Jahr hat uns die Meldung über dieses neue japanische Geheimnisgesetz sehr erschreckt. Möchten Sie etwas dazu sagen, wie die Auswirkungen sind? あの、秘密保護法は、日本は、というか今の安倍政権は、戦争をして強い国にしたいというふうに考えています。秘密保護法があることによって、政府はいろいろな